Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Portal Knights Livestream. Ich habe ganz viel Titaniumerz gesammelt, damit ich meine komplette Rüstung habe. So sehen wir gerade im Moment aus. Wir haben den Assassinen-Klamotten in Rot. Ich habe mir den komischen Mantel hier, den Wächterumhang geholt. Und diese rote Kapuze. Ansonsten hatten wir ja schon alles. Ach, und ich habe mir einen neuen Ring geschmiedet. Magischer Ring des Eises. Der macht Resistenz gegen Eisschaden, Mana 120 und Mana Regeneration plus 2%. Hallo Adrian. Schön, dass du da bist. So, und ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal zum Boss. Ich habe alle Welten, die es gibt, erforscht und erkundet, und es waren aber nichts, was ihr verpasst habt. Ihr habt ja die ganzen Welten eigentlich schon gesehen. Das war nur nochmal für mich, um Gold und alles so zu farmen. Und ich würde sagen, ab zum Boss. Ich hätte mir vielleicht vorher mal Tränke mitnehmen sollen, oder? Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Okay, das Ende der Welt. So sieht's auch aus. Er hat schon mal eine geniale Sichel in der Hand, der Knabe. Sieht richtig schön böse aus. Was haben wir? Wir haben gar nichts. Ich habe nichts dabei. Super. Nicht mal einen Heiltrank. Wir sind voll am... zweimal voll Mana-Tränke. Müsste reichen. Das reicht. Komm, fertig. Wir probieren es einfach. Fand er nicht so geil. Wow. Au, alter Schwede. Ja, genau. Guckt euch mal mein Leben an. Ja. Ach du Scheiße. Wer hat nochmal gesagt, dass ich den schaffe und dass er voll leicht wäre? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Wir müssen nur auf diese komischen Dinger hier aufpassen. Die gehen nämlich voll rein. So, lauf, lauf, lauf. Ich weiß nicht, warum ich die kaputt machen muss. Ich denke, ich kann ihn erst retten, wenn ich die kaputt habe. Ja. Oh. So, nur noch einer. Sorry, wenn ich hier rüber bin, aber ich höre mich gerade extrem an. Nicht nochmal hier zu verlieren. Köpfen, der gute Typ hier. Okay. Jetzt können wir ihn treffen. Auf volle Möhre. Rauf hier los. Mach ihn fertig. Schneller schießen. Los, komm schon. Oh mein Gott, das muss ich dreimal machen. Bis der Typ über den Jordan geht. Das wird witzig. So, ein Kristall haben wir. Also ganz ehrlich, der Drache war mir tausendmal lieber. Oder der komische Wurm. So. Und noch einer. Oh shit, der hat mich getroffen. Der hat mich... Na, nicht zu gierig werden. Ich werde gerade zu gierig, du merkst. Los, komm, stirb, du blöder Mist. Bitte? Keine Ahnung. Maria? Ich hab keine Ahnung, was du bist. So. Wieder drei Steine. Los, lauf schon! Mädchen, lauf!
einmal relativ gut kaputt, aber die anderen sind irgendwie schwieriger von einem. Okay, nur noch einer. Boah, der kommt echt gefährlich nah, der Kumpel. Okay, weg, 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 weg. Los, los. Ich sehe nichts, wenn er da so kommt mit seiner Wirbelattacke. So, und volle Möhre drauf. Oh Gott, der hat noch getroffen. Ich habe das gerade gesehen. Das hat mich gerade getroffen. Los, komm schon. Stirb, stirb. Ich glaube, ich muss noch mal machen. Und, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Oh Gott, ich habe es geschafft. Und? Und? Lass was fallen. Yes. Alles einsammeln. Alles einsammeln. Alles meins. Was bist du? Was ist das? Astralherz. Okay, erstmal atmen. Und die epische Musik genießen. Konnte ich gar nicht. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Der Himmel ist wieder so Weltuntergangsstimmung. Und jetzt ist auch alles hell, nicht mehr so düster. Wir gucken mal, was wir hier bekommen haben. Rezept für Hyperion und das Titanium-Langbogen. Ah, das ist der beste Langbogen, den man lernen kann. Der Rezept für Schädel der Hexenmeisterin, okay. Und das wäre ein Angriff gewesen. Und das ist eine Zutat, das Trahlherz. Okay, also lernen wir das erstmal. Das hier wird gelernt. Und das hier wird auch gelernt. Dann kommt die Spitzhacke wieder rein und die Axt. Vier Titanium-Dinger haben wir bekommen. Sehr nett. Nochmal, genau. Und ab jetzt erstmal in die nächste Welt. Doch, der war schon etwas härter, muss ich sagen. Das Tor. Das, oh Gott. Das Tor. Neue Insel, das Tor. Wir besuchen Tor. Haha. Hallo? Okay, was mache ich mit dem Tor? Hallo? Ich kann ja keine Steine einsetzen, oder? Ich habe hier rote Steine. Kann ich die einsetzen? Nee, kann ich nicht einsetzen. Da ist ein Rot markiert. Wir gucken mal. Gar nichts. Das Tor, Stufe 30. Vielleicht muss ich erst Stufe 30 sein, damit ich... Ach, so überlässt. Guck mal, Stufe 30. Habe ich gar nicht gesehen. Hier, 30, 30. Und ich bin erst Stufe... Warte, 25. Haha, sind wir cool oder was? Unterlevelt und trotzdem gewonnen. Okay, aber hier geht's anscheinend nicht weiter. Vielleicht muss ich wirklich erst Level 30 werden. Keine Ahnung. Mach's gut, viel Spaß. Wir reisen jetzt erstmal nach Hause und gucken, wie teuer der Bogen ist. So, wir sind zu Hause. Wir haben alles überlebt, was er uns entgegengeschleudert hat. Den mache ich nicht weg, sicherheitshalber. Ich schätze, ich die aus Versehen benutze. Und dann schauen wir mal, wie teuer... Ich falle bestimmt gleich aus den Latschen, wenn ich mir angucke, wie teuer der nächste Bogen ist. Was macht denn hier mein Garten aus? So. Bogen. Denk mal, das kann ich hier bauen. Hyperion, das Titanium-Langbogen. Oh mein Gott. Schick. 10 Wunderwolle habe ich. Kosmischer Opalstaub habe ich, glaube ich, auch. Warte mal. Kosmischer Opalstaub. Kosmischer Opalstaub. 4. Wie viel brauchte ich? 4. Haha, sind wir gut oder was? Und ich habe Titaniumwaren 3 Stück. Und ich brauche aber 6. Nein. Ich brauche ewig, um das alles zu sammeln. Okay, Titanium-Erz. Habe ich noch irgendwo Titanium-Erz? Titanium-Erz, hallo. Habe ich nichts mehr.
Sieht so aus. Total abgebrannt hier. Gut, dann packen wir das mal weg. Und das mal weg. Das brauche ich nicht. Irgendwo hatte ich Seide. Genau. Seide. Und dann noch die komische Wolle da rein. Das ist voll. Ups, ich wollte die Kiste nicht abschießen. Das kommt noch weg. Diamanten, wo waren jetzt diese schwarzen Diamanten? Die sind hier drin. So, und das Astralherz kommt hier auch raus. Ich finde, dass es aus Versehen weggeht. So, und dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, hier gibt es ein Ereignis, Knochenbande, 5 Stunden verbleiben. Das sind so komische Events, keine Ahnung. Jedenfalls, da blinkt was. Da müsste ich reingehen. Scharen von Knochen haben die Insel besetzt, vertreibe sie. Das ist auch neu seit dem letzten Update. Da kommen so, ich sag jetzt mal die Bösewichte, und die errichten in der Welt ein eigenes Tor. So was eben, jedenfalls beim anderen Mal. Okay, es sind halt so Events, denke ich mal, keine Ahnung. Wir machen die jetzt erstmal tot, dann gucken wir mal, was passiert. Die sind Level 27, also auch stärker als wir. Ich möchte unbedingt den Bogen haben. So, einen haben wir tot. Leider gibt der nur Eisen und kein Titanium. Das wäre geil, wenn wir Titanium fallen lassen. Boah, was macht der? Kann ich teleportieren? Wenn die Titanium fallen lassen würden. Ja, voll cool. Aber da ich selber nicht weiß, was passiert, wenn wir das hier schaffen, würde ich sagen, wir bewegen wir die nochmal ganz kurz. Und dann würde ich gerne noch den Bogen herstellen und dann wäre es für die Portal Knights erstmal gewesen. Du kriegst mich jetzt nicht. Boah, ich bin viel stärker als du, obwohl du viel stärker als ich bist. Am Level zumindest. Ich bin mal gespannt, wie gut der andere Bogen reinhat. So, 3 haben wir schon von den ätzenden Knochen besiegt. Das ist die Nummer 4 hier. Wie wir sehen. Die grünen finde ich ein bisschen leichter als die blauen, muss ich sagen. Wow, wo bin ich denn jetzt? Das war gemein. Einfach durch die Karte schon wieder gebracht. Wow, hier muss man echt aufpassen. Also hier ist es wenigstens noch nicht so schlimm wie in den Mondlandschaften, wo du wirklich aufpassen musst, dass du nicht gleich in die Welt fällst. Aber durch diese ganzen Sträucher siehst du ja auch nicht unbedingt so viel. Das ist halt Dschungel. Halt dicht bewachsen. Oh, wow. Okay, treffen sollten sie mich nicht. Einmal um den rumlaufen. Genau. Schnell ausweichen. Das geht eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du mit einem Krieger spielst, weil der muss ja wirklich nah an die Gegner ran. Und wir können ja wenigstens ein bisschen weiter entfernt stehen. So, 5 und 4 haben wir schon besiegt, jetzt müssen wir noch die anderen finden. Rein theoretisch dürfte das nicht ganz so schwer sein, weil die sind ja sehr groß. Wir suchen uns mal eine erhöhte Position und kundschaften das Ding hier mal aus. Wenn ich hochkomme. So, Jungs, wo seid ihr? Hallo, Jungs. Ist da hinten noch einer? Nee. Ach, da unten sind welche, guck mal. Wir brauchen ja nicht so verstecken von mir, ne? Was machen die überhaupt? Du gehörst in die Eiswelt? Und du, ich habe keine Ahnung, du gehörst, glaube ich, in die mit den Pilzen, oder? So, 5 und 5 haben wir schon mal gekillt. 5 und 6 sind jetzt gekillt. Das läuft doch ganz gut. Au, hehehe. Nicht frech werden hier. So, wo sind die nächsten? Ich mache euch alle fertig. Da drüben rennt einer rum. Super. So, dann müssen wir einmal hier rum. Da hoch.
Und hier sind wieder welche. Ah, Mist, hab ich den falschen. Ich wollte erst den grünen fertig machen. Und der hat sich schnell wegteleportiert. Jägling. Ich wollte hier eigentlich jetzt nicht antreten. Okay, haben wir aber auch geschafft. Gleichzeitig können wir hier noch mal ein bisschen leveln. Ist nicht schlecht. Push. Super. So. Wo sind die nächsten? Wenn ihr irgendwas seht, könnt ihr es gerne in den Chat schreiben. Ach, da unten sehe ich was. Um, Gott sei Dank sind Leuchten, die so, überlegt mal, die werden, keine Ahnung, ganz klein oder so. Die würde ich nie finden. Und auf Wiedersehen. 7 Stück auf beider Seite und jetzt haben wir gleich den 8. Nickel. Gott sei Dank sind die so langsam. Oh, ja, so langsam und trotzdem mich erwischt. So, jetzt noch den grünen hier. Im Vorbeigehen machen wir noch den kleinen Drachen fertig. Keine Herausforderung. Wer den Endgegner schafft, der schafft alles. Also ich fand den wirklich, muss ich sagen, nicht leicht. Aber wir haben es ohne Heiltränke geschafft. Okay. Meint ihr, hier drinnen sind auch noch welche? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die sind hier alle draußen, laufen hier alle draußen rum. Ich brauche von beiden Sachen noch 2 Stück. Hallo Isabel Lisi. Willkommen im Stream. Willkommen bei Portal Knights. Wir machen hier gerade ein kleines Event, schätze ich mal mit. Wir müssen die großen Ritter hier fertig machen. Von beiden Farben, blau und grün, jeweils 10 Stück. Und mich greift dieser komische Wurm hier hinten an, das gefällt mir nicht. Ach, ein Schlag, geil, oder? Wir haben gerade den Endboss gelegt. Wir machen nachher den besten Bogen, den es gibt. Und ich sollte meine Waffen mal reparieren. Sonst mache ich nämlich keinen Schaden mehr. So. Hey, was ist denn das da oben? Oh, 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 da ist eine Trophäe. Warte mal. Schnell, schnell, schnell. Dass es weggeht. Los, los, los. Ich komme hier nicht auf. Das gibt's nicht. Da. Oh Gott. Trophäe des Knochen. Gott sei Dank, das war gerade kurz vorm Mitsehen. Wir gucken uns das nachher ganz in Ruhe an. Ich will die nur kurz nachher besiegen. Okay. So, nur noch 2 Stück und dann haben wir's. Mal sehen, was wir denn bekommen. Ja, danke schön. Isa ist ein bisschen einfacher. So, Knochenbande. 10 von 10, alle getötet. Was kriege ich? Was kriege ich? Hallo? Habt ihr irgendwas aufploppen sehen oder irgendwie irgendwas? Wir schauen mal auf die Karte. Das hier ist weg. Die Insel leuchtet auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben das, was wir bekommen sollten, schon bekommen. Und das war nämlich das, ein Möbelstück. Trophäe eines Knochen. In Ordnung. Sieht nicht schlecht aus. Wir können es ja mal kurz bei uns zu Hause hinstellen. Und dann sammle ich noch ganz kurz ein bisschen Titanium. Haha, ein bisschen. Und dann den Bogen machen, dann ist vorbei. Dann geht's weiter zum nächsten Spiel. Oder soll ich nochmal den Endgegner machen? So. Erstmal hier. Und dann gucken wir uns mal die Trophäe an. Wo kann ich die... Ach, da, guck mal. Ey, da wäre sie voll cool gekommen. Natürlich kann ich sie da nicht hinbauen. Warum kann ich sie da nicht hinbauen? So, wo sollen die Trophäe hin? Hier? So? Da so? Könnt ihr mal schreiben, wo die hin soll. Entweder zwischen Amboss und Altar. Über die Werkbank geht es leider nicht. Es geht immer nur neben der Fackel, habe ich das Gefühl.
Da geht's noch zwischen Werkbank und Schmelzofen. Oder hier so. Übers Bett. Also so. So. Also da würde ich es hinknallen. Da finde ich es ganz schick. Was sagt ihr? Dann repariere ich nochmal kurz meinen Bogen. Und dann geht's nochmal kurz zum Farmen. Wupp. Hier rein. Ich bin mal gespannt, wie der andere Bogen reinkommt. Der sieht echt schick aus, muss ich sagen. Also mir gefällt das sehr. Oh, super. Jetzt haben wir hier mal eine richtig schöne Titaniumquelle gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt reicht. Ich habe nicht gezählt, wie viel ich jetzt abgebaut habe. Ob ich jetzt wirklich 60 zusammen habe. Keine Ahnung. Schön wär's. Wieder über Kopf arbeiten. So. Wie viel haben wir? 60, genau 60. Okay, okay. Nicht hektisch werden. Wir gucken uns hier nochmal ganz kurz ein bisschen um, ob hier doch noch irgendwo was ist. Falls ich mich wieder verrechnet haben sollte. Sieht nicht so aus. Dann switchen wir jetzt nach Hause. Hoffentlich reicht. Hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ich bin so aufgeregt, ich will meinen neuen Bogen haben. Meine Schmetterlinge, ich liebe sie immer noch. So, ihr haut mal bitte ab von meinem Vorgarten. Das kann ich auch nicht gebrauchen hier. So Ungeziefer. So, ich habe hier noch ein bisschen Titanium und Kohle brauche ich natürlich zum Schmelzen. Titaniumbarren. 3 Stück. Jetzt bloß nicht verklicken. Bloß nicht verklicken. Nicht für irgendwas anderes oder was Falsches ausgeben. Ja. Erstmal, das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. So. Und jetzt. Kosmischer Staub brauche ich. Und die Wolle. Die komische Wolle, wo bist du? Da. Und jetzt, mein Bogen. Hyperion, der Titanium-Langbogen. Hyperion. Ach so, stopp. Die anderen Titanium-Waren sollte ich auch mitnehmen, oder? Wie war jetzt nur? Irgendwo habe ich den gelegt. Da. Und? Verstellen. Oh mein Gott! Yay, ist das geil. Entschuldigung, ich freue mich gerade voll. 166, Trefferchance 70, kritische Trefferchance 5. Und er hat 200, Trefferchance 80 und kritische Trefferchance 10. Ja, ist das geil oder was? Auf Wiedersehen. Und der ist so cool, der sieht so cool aus. So, jetzt räumen wir ihn nochmal ein bisschen auf. Und dann möchte ich ihn dann natürlich auch ausprobieren. Erstmal hier, das kommt weg. Das ist auch. So, komm mal her, Gegner. Komm mal hierher. Warte, ich werde. Oh mein Gott, der schießt 3 Pfeile auf einmal. Geil! Hammer! Ist das cool? Jetzt nur noch einer. Nee, immer noch 2. Ich bin nur zu nah dran. Ist das cool? Nee, gefällt mir. Super genial. Wie viel er hat das gemacht? Wenn wir so weitermachen, dann steigen wir gleich eine Stufe.
Dann werden wir Stufe 26, kommt der 30 immer näher. Wie gesagt, die letzte Welt, das große Tor. Ich habe keine Ahnung, ob es erst weitergeht, wenn man Level 30 ist. Das würde ich ja nochmal austesten, aber das mache ich dann offscreen. Weil sonst habe ich hier nichts mehr zu tun. Ich habe alle Welten erforscht. Ich habe die beste Rüstung für einen Waldläufer. Die besten Waffen. Ich könnte jetzt noch eine Spitzhacke machen aus Titanium, aber brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Ich würde gerne noch Stufe 26 werden. Wir sind so knapp davor. Ich müsste vielleicht noch zwei oder drei Pflanzen besiegen, dann hätten wir was. Mit deinem Teleportationsding hier. So, komm. Ach, guck mal, hier ist Titanium. Eigentlich kann ich es nicht liegen lassen. Es tut mir leid. Brauche es jetzt zwar gerade im Moment nicht, aber wenn man das schon sieht, das kann man eigentlich nicht liegen lassen. So, guck mal hier, Pflanze. Ich brauche noch zwei Stück, denke ich mal. Zwei große dumme Pflanzen und dann sind wir Stufe 26. Oder noch ein paar kleine Ritter. Ich weiß nicht, von Rittern brauche ich glaube ich mehr, die geben nicht so viele Erfahrungspunkte. Noch zwei Ritter, oder? Schauen wir mal, da hinten laufen noch welche. Ja, sieht gut aus. Und jetzt noch der letzte Ritter hier. Und? Reicht's? Och nee, wegen einem Millimeter. Gut fühle ich wieder. Jetzt reicht's aber. Level 26. Level 26. Wir boosten uns noch. Und ich brauche noch 4 Level, dann wäre ich 30. In Ordnung. Dann würde ich sagen, haben wir es erstmal für Portal Knights oder in Portal Knights geschafft, soweit wie ich es haben wollte. Wir haben sämtliche Ausrüstung, wir haben diesen ultra krass geilen Bogen, wir haben alles gewertet, ich habe sämtliche Welten erkundet, wir haben den Endboss besiegt, wir haben ein Event mitgemacht und soweit, denke ich, haben wir alles. Falls es nochmal Neuerungen geben sollte, weil es ist ja immer noch ein Early Access Spiel, dann werde ich nochmal ein, zwei Parts raushauen. Aber ansonsten ist das Let's Play dann um Portal Knights erstmal beendet. Ich danke fürs Zugucken, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und hoffe euch auch. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einem nächsten Let's Play wieder. Ciao!